Also wir kommen wieder aus der Sendung zur Sendung aus dem Bundestag und heute mit Dr. Philipp Lenksfeld, CDU-Abgeordneten aus Berlin-Mitte. Richtig, das was ist wir hier sehen. Genau, das ist Ihr Wahlkreis hier. Da können Sie auch sagen, mein Wähler, mein Wähler, mein Wähler. Das wäre schön, ne? Das ist ja eine geheime Wahl, ja. Bringt man. Seit 25 Jahren. Ja, da kann man nur sagen, hoffentlich mein Wähler. Mein Wähler wird ja erst 17 gewählt, sind noch 2 Jahre. Aber wir stecken ja mittendrin. Ja, erstmal sind wir in den Ferien. Das ist schon mal wichtig. Und vielleicht fahren die, die jetzt an den Strand fahren wollen und erinnern sich, was passiert ist in Tunesien und so und sagen, ah, ist nicht so, auch in Deutschland ist nicht mehr so sicher. Hackerangriffe im Bundestag, bei Ihnen im Büro auch? Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Sie glauben aber nicht. Wir sind ja insgesamt betroffen gewesen als gesamter Deutscher Bundestag. Und Sie haben Tunesien angesprochen, da sind deutsche Urlauber mit betroffen. Das Thema Sicherheit ist eben ein ganz großes Thema. Ich habe es ja immer gesagt, wir haben es immer gesagt als Partei, ich auch im Wahlkampf, Sicherheit ist sehr, sehr wichtig. Sicherheit gehört zu unserem Leben genauso dazu wie andere wichtige Werte wie Freiheit. Und es ist eben immer eine Abwägungsfrage. Aber ich hatte schon das starke Gefühl, dass wir gerade in Deutschland das Pendel zu sehr von der Sicherheit weg haben ausschlagen lassen und diese Attentate, der Terrorismus und auch die Hackerangriffe auf den Deutschen Bundestag erinnern uns eben doch nochmal sehr stark daran, dass wir da mehr tun sollen. Und wir machen auch mehr. Sie wissen ja, wir haben das Thema Mindestspeicherzeiten für Online-Kommunikation, um das Reizwort Vorratsdatenspeicherung mal so elegant rumzuschütten. Warum benutzen Sie denn das einfache Wort nicht? Naja, weil das einfache Wort ja auch schon wieder verteufelt wurde und es wurde ja dann so ein bisschen mit Massenüberwachung gleichgesetzt, was es ja gar nicht ist, sondern es ist ein weiteres Werkzeug für unsere Sicherheitsbehörden, um schwere Straftaten oder eben auch terroristische Akte besser aufzuklären, schneller aufzuklären. Ähnlich übrigens wie die Videoüberwachung im Kleinen jetzt in Berlin bei der BVG, die sich ja unheimlich bewährt hat, obwohl wir da auch wahnsinnig viele Diskussionen im Vorfeld hatten. Und ich sage, so ähnlich würde es auch bei diesem neuen Gesetz sein, wenn dann die erste schwere Straftat mithilfe dieser neuen Möglichkeit aufgeklärt wurde oder hoffentlich passiert es ja nicht, aber oder ein terroristischer Akt, dann wird die Diskussion sich auch in einem ganz anderen Licht darstellen, als sie es jetzt gelegentlich bei manchen Teilen der Bevölkerung, des politischen Gegners und der Medien tut. Ich will aber nochmal zurückkommen auf den Hackerangriff. Sie sagen, ich hoffe nicht, dass Sie betroffen waren. Das heißt, Sie wissen es gar nicht. Na doch, ich weiß es per Ausschlussverfahren. Also man konnte ja darüber auch viel in der Zeitung lesen. Die Abgeordneten, die direkt betroffen waren, indirekt sind wir alle betroffen gewesen, die direkt betroffen wurden, also die offensichtlich von den Hackern direkt angegriffen wurden, die sind informiert worden. Da ich nicht informiert wurde, ist jetzt per Ausschlussverfahren die Herleitung. Dass aber Sie haben ja sicherlich mit einem der Betroffenen gesprochen. Wie hat er denn das gemerkt? Hat er es überhaupt gemerkt? Ich glaube, das habe ich nicht gemacht. Ich glaube, das wird jetzt auch nicht so gerne gesehen. Das sind ja auch sensitive Informationen. Welches Büro ist jetzt tatsächlich betroffen? Daraus kann man ja auch gewisse Schlussfolgerungen ziehen. Wir sind da sehr vorsichtig in der Kommunikation. Das ist natürlich nach außen auch manchmal schwer zu vertreten. Das halte ich aber jetzt nicht grundsätzlich für falsch. Wo ich grundsätzlich Bedenken habe und wo ich denke, dass wir da eine Bilanz ziehen müssen, ist, ob unsere Sicherheitsstandards hoch genug sind im Deutschen Bundestag. Wir sind das deutsche Parlament, wir sind eine wichtige Demokratie in Europa. Und ich finde es schon ein Stück weit erschreckend, dass dieser Angriff so erfolgreich war. Und ich denke, da sind wir in der Pflicht nachzustellen. Und diese Diskussion hat aber gerade erst angefangen. Sie sind doch vom Beruf Physiker. Mhm. Ja? Das heißt, Sie wissen genau eigentlich, wie sowas geht, technisch. Naja, das denke ich das immer. Wäre jetzt als, ein Informatiker. Als Physiker weiß das ungefähr. Gut, also der Informatiker. Aber ja, so ein bisschen sind Sie ja mehr mit der Technik vertraut oder sehr viel mehr als ich. Und ich frage mich immer, wenn Sie sagen, wir müssen höhere Sicherheitsstandards haben, wenn wir gar nicht wissen, wie dieser Angriff gemacht wird, woher der kommt, wie können wir uns denn dagegen wehren? Also ich glaube, dass unsere Experten da schon sehr viel wissen. Man muss natürlich auch mit ihnen reden. Es gab ja durchaus Kollegen im Deutschen Bundestag, die gefühlt vor den eigenen Sicherheitsbehörden mehr Angst haben als vor gegnerischen Kräften. Also ich gehöre nicht dazu. Mhm. Aber da müssen wir natürlich einen offenen Austausch mit unseren Experten pflegen. Und bestimmte Sachen sind ja ganz einfach. Wenn man
sehr viel Geld investiert, dann kann man sich mehr Technik kaufen, bessere Technik kaufen. Und wenn man striktere Regeln einzieht, was zum Beispiel die Anzahl der Webseiten, die man anklicken kann, die Anzahl der Geräte, die man anschließen kann und andere Facebook Dinge betrifft, vielleicht sowas, auch die Anzahl der Besucher, die da relativ leicht auch und frei sich im Deutschen Bundestag bewegen können. Das sind alles Regeln, die ich auch selber sehr genieße. Also die Freiheit momentan. Ich habe halt nur Angst, dass es manchmal in Laxheit abdriftet. Das wäre dann gefährlich. Aber da gibt es durchaus Stellschrauben, die eigentlich für jeden sofort einsichtig sind. Und die heißen, dass man Sicherheit nicht umsonst bekommt und man hat auch Einschränkungen. Das ist auch nicht immer gewollt und auch nicht immer angenehm. Zum Beispiel, wenn man Besucher oder auch Mitarbeiter noch viel stärker überprüft, wenn man eben stärkere Restriktionen hat, mehr Passwörter eingeben muss, die IT häufiger die Geräte oder auch dann kompliziertere Handys benutzen muss. Diese Krypto-Handys, ihr habt selber noch keins, aber die sind, glaube ich, von der Handhabung schon deutlich unangenehmer als jetzt das gemeine Smartphone. Das hat ja nicht verhindert, dass die Kanzlerin abgehört wurde, trotz ihres Krypto-Handys. Vielleicht war das alles zu kryptisch und sie hat das nicht eingestellt. Ich bin aber mir gar nicht sicher, ob das nicht so damals Physikerin. Nicht das einfache Handy war, was, von dem man sagt, dass es abgehört wurde. Aber die Technik kann schon einiges und macht es den Leuten dann deutlich schwerer, solche Attacken zu fahren. Aber sie ist eben auch mit Einschränkungen und mit finanziellen Aufwendungen verbunden. Beides muss man dann erstmal durchdiskutieren und dann auch implementieren. Der Umkehrschluss ist doch, und das überlege ich mir natürlich auch immer als extensiver Nutzer dieser Technologie. Wir kommunizieren nur per Mails, ja, wir laden uns alles Mögliche runter und man denkt, man ist geschützt durch diese eingebauten Sicherheitssysteme von Windows. Machen Sie lieber Apple gleich alles richtig. Halten Sie sich an alle Gesetze. Schreiben Sie keine Schweinereien über Ihre Kollegen, was ich sowieso nicht mache. Dann, ja, aber dann liest er ja schon einer mit. Dann ist ja mein Recht auf Meinungsäußerung ist ja erheblich eingeschränkt. Und dann frage ich jetzt mal ein bisschen provokativ. Ja, man kann das doch gar nicht alles so einschränken, dass man vor allem sicher ist. Das ist wie beim Dieb. Ja, wir wissen, der läuft irgendwo auf dem Alexanderplatz rum. Ja, aber er wird mich nicht erwischen und plötzlich ist meine Geldbörse weg. Kann ich mich auch nicht schützen. Müssen wir das nicht in Kauf nehmen? Es ist immer eine Abwägung, das ist vollkommen klar. Es ist eine Abwägung und es wird nie die absolute Freiheit und auch nie die absolute Sicherheit geben. Also ich denke mal, da sind wir uns völlig einig. Aber wenn Sie jetzt Alexanderplatz und Taschendiebstahl sagen, es gibt ja immer so die 10 Regeln der Polizei, an die man sich so halten soll. Also die Handtasche eher vorne halten und nicht offen haben und ein paar andere Grundregeln. Die kann man schon stärker berücksichtigen und dann wird die Hürde höher. Und dann trifft es vielleicht dann doch eher den Nachbarn, der da etwas lässiger ist. Und ich gehöre zumindest zu denen, die dann sagen, also den gewissen Mehraufwand treibe ich dann schon gerne. Dass es am Ende nie die absolute Sicherheit gibt, ist vollkommen klar. Aber ich will mir dann auch nicht sagen lassen, dass ich aus Laxheit oder aus Faulheit oder weil ich es mir nicht durchlesen wollte, was man da so geschrieben hat, offensichtliche Fehler gemacht habe, die man hätte vermeiden können. Da sind wir denn beim großen Thema und bei dem Wort, das Sie eben nicht benutzt haben. Wie haben Sie das so kompliziert gesagt, was ich mit Vorratsdatenspeicherung sage? Genau, es geht ja am Ende immer um konkrete Gesetze. Ne? Und wenn dann immer behauptet wird, Massenüberwachung, und wir aber davon reden, dass 10 Wochen lang die mobilen Kommunikationsdaten, nicht etwa der Inhalt von zum Beispiel einem Handygespräch, sondern der Umstand, wann man wohin telefoniert hat, also welche Nummer wen angerufen, was wir jeden Abend im Krimi sehen. Für 10 ja? Wochen gespeichert. Sie haben doch den und den angerufen. Per richterlichen Beschluss nach einer schweren Straftat individuell sozusagen ausgewertet wird, als eine von vielen Werkzeugen zur Ermittlung, dann reden wir eben von etwa einem komplexeren Vorgang, als einfach nur zu sagen Vorratsdatenspeicherung. Und deshalb versuchen wir, insbesondere wenn sich dann so ein negativer Geruch eingestellt hat, dann auch die fachlich treffendere Umschreibung. Dann wagen Sie doch mal eine Prognose, wann das kommt. Das würde bestimmt einen Großteil der Bevölkerung beruhigen, wenn die wüssten, aha, wir hören vorher ab, was die Terroristen sagen. Die Gegner sagen ja, das hat bisher alles nichts genutzt. Bei den terroristischen Attacken in Frankreich nicht, gegen die Zeitschrift
und in Tunesien schon gar nicht. Ja, wobei, da werden ja zwei verschiedene Dinge vermischt. Also das Gesetz kommt jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, wann jetzt die konkrete Implementierung ist, aber das geht jetzt sehr zügig. Nachdem die ganzen Grundsätze ausgehandelt wurden, die Beschlüsse gefasst wurden, geht die Implementation sehr schnell. Ich erkläre es am liebsten mit der Videoüberwachung, wo das ja auch immer behauptet wurde. Und kein Berliner würde behaupten, dass das nicht einen riesen Unterschied gemacht hat, dass wir jetzt die Videoaufzeichnung in den U-Bahn-Waggons und auf den Bahnsteigen haben. Und da haben wir schon mehrere schwere Straftaten aufgeklärt. Natürlich kann die konkrete Tat nicht direkt verhindert werden, aber wir finden die Täter das schneller. Das ist immer der große Denkfehler in der Diskussion, nicht? Genau. Weil man sagt, das hätte doch, weil wir es habt, hätte es doch verhindern können. Nee. Es die Aufklärung. Wird lang- und mittelfristig sicherlich auch präventiv, da bin ich fest davon überzeugt, aber es hilft vor allem auch erstmal schnell einen Täter zu finden und das ist auch enorm wichtig, denn das trägt ja auch massiv zur Verunsicherung der Bevölkerung bei, wenn schwere Straftaten geschehen, ohne dass die Täter gefasst werden oder erst sehr viel später gefasst werden. Und jetzt bei der BVG ging es jetzt teilweise wirklich sehr, sehr schnell. Wir haben ihn teilweise innerhalb von 48 Stunden gehabt. Ja. Das ist doch alles ganz einsichtig. Und dennoch wird dieses Gesetz diskutiert seit Jahren ohne Ende. Ja, wo ist die Krux? Es betrifft eben auch eine Grundsatzfrage. Und es ist eben diese Aushandlung zwischen Freiheit und Sicherheit. Und da kann man, ich verstehe das auch, die Argumente der Gegenseite. Ich habe schon immer relativ deutlich gesagt, dass mein Schwerpunkt, auch der Schwerpunkt meiner Partei, eher auf etwas mehr an Sicherheit liegt. Trotzdem akzeptiere ich natürlich, dass man auch sagt, pass auf, es gibt Missbräuche. Man hat natürlich Angst, dass zum Beispiel dann eben diese temporär gespeicherten Daten von Hackern illegal okkupiert werden und dann missbräuchlich, dass dann missbräuchliche Dinge passieren. Die Befürchtung kann man haben, da muss man natürlich dann auch ein Stück weit dafür sorgen, dass die Hürde da sehr hoch ist. Aber für mich ist die Sache klar, für meine Partei ist die Sache klar und wir haben uns da, glaube ich, sehr, sehr schön durchgesetzt in dieser gesellschaftlichen Diskussion, auch gegenüber unserem Partner und Koalition näher der SPD, die ja durchaus erhebliche Schwierigkeiten hatten am Anfang damit. Eben, aber Sie sind ja CDU-Abgeordneter und deswegen reden wir jetzt nicht über die Argumente dagegen. Sind Sie schon mal gehackt worden? Im Bundestag ist das ja nicht passiert, haben Sie gerade erzählt? Ich glaube nicht, nein. Aber ich bin auch tatsächlich immer, glaube ich, ein Stück weit vorsichtiger gewesen als vielleicht so der Durchschnittsuser. Ich bin zum Beispiel in den Social Media fast gar nicht aktiv, außerhalb des Kurznachrichtendienstes. Also überlegen Sie sich das gut, ob Sie das auch so extensiv nutzen. Das hört man ja immer wieder, das ist so ein Einfallstor. Aber heute mein Gast war aus dem Bundestag, Dr. Philipp Lengsfeld, und wir sprechen nach der Pause weiter. Bleiben Sie dran, ja, wir haben noch spannende Themen. Es ist zwar Ferienzeit, aber es gibt auch in der Ferienzeit eine Menge aus dem Bundestag zu berichten. Bis gleich.